rufe auf den Punkt 41, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, 1946-35. Wer den Beschlussempfehlungen zustimmt, bitte um das Handzeichen. Das ist das ganze Haus, dagegen ist keine. Dann sind die Beschlussempfehlungen so einstimmig beschieden worden. Jetzt haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Es wird von den Berichterstattern jeweils verzichtet auf die Berichterstattung. Punkt 30, Beschlussempfehlung Bericht 1946-30 zu 1943-37. Wer zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Damit so beschlossen. 31, Beschlussempfehlung Bericht 1946-31 zu 1945-18. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die FDP. So beschlossen. 32, 1946-32 zu 1945-25. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 33, Beschlussempfehlung Bericht 1946-33 zu 1945-59. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 34, Beschlussempfehlung Bericht 1946-34 zu 1945-62. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE. So beschlossen. 35, 1946-39 zu 1945-56. Wer ist dafür? Moment. Ziffer 1 und 2 wird getrennt abgestimmt. Also noch einmal Beschlussempfehlung Bericht 1946-39 zu 1945-56. Wer stimmt Ziffer 1 zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, mit dieser Mehrheit beschlossen. Wer stimmt Ziffer 2 zu? CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und dagegen? Schön langsam. Dagegen. Ich habe nur gefragt, Kollege Schaus. Dagegen, die Fraktion DIE LINKE, es langt trotzdem nicht. Damit ist das so beschlossen. 36, Beschlussempfehlung und Bericht 1946-40 zu 1945-73. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 37. Beschlussempfehlung und Bericht 1946-41 zu 1945-74. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 38. Beschlussempfehlung und Bericht 1946-47 zu 1945-26. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 39. Beschlussempfehlung Bericht 1946-48 zu 1945-72. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 40. Beschlussempfehlung Bericht 1946-49 zu 1945-27. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 47. Beschlussempfehlung Bericht 1946-72 zu 1938-43. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Dagegen? Fraktion DIE LINKE. Enthaltung keine. So beschlossen. 48. Beschlussempfehlung Bericht 1946-73 zu 1944-97. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD-Fraktion. So beschlossen. 49. Beschlussempfehlung Bericht 1946-74 zu 1945-09. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? SPD und FDP. So beschlossen. 50. Beschlussempfehlung Bericht 1946-75 zu 1945-29. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD-Fraktion. Wer enthält sich? FDP und Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. Und 51. Beschlussempfehlung und Bericht 1946-76 zu 1945-34. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Also gut. Na ja. Also noch einmal. Ja, ist doch in Ordnung. Alles halb so wild um die Zeit. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen?
SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. So beschlossen, meine Damen und Herren. Wir sind am Ende. Ich will aber noch darauf hinweisen, dass meine Damen und Herren, einen Moment, ich will darauf hinweisen, dass jetzt im Anschluss an die Plenarsitzung hier im Haus der Parlamentarische Abend der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände Hessen stattfindet. Ansonsten ist die Tagesordnung bis jetzt bewältigt. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche einen schönen, feuchtfröhlichen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Die Sitzung ist geschlossen.